Elrador Studios präsentiert Amros, der dunkle Feind. Folge 2, der erste Mond. Guten Morgen, Soldaten des 3. Bataillons. Falls irgendwer von Ihnen meinen Namen noch nicht kennen sollte, ich bin General Erindir Talinschein, Kommandant dieser verdammt siegreichen Legion seit nun über 20 Jahren. Und eins muss ich sagen, Männer, ich habe noch nie einen dermaßen miesen Haufen inkompetenter Versager und korrupter Mistkerle gesehen wie heutzutage. Legend Kelvil Is. Handel mit Abrashi innerhalb der eigenen Einheit. Centurior Noli Scala Bestechung zur Freilassung eines hamelianischen Piratenfürsten, nachdem er 7 unserer Männer getötet hat. Legend Vicos Mirador Einschleusung meltanischer Prostituierter in den Raum des Sternenreichs. Legend Elios Pir Kooperation mit dem hamelianischen Verbrechersyndikat der Ishi. Sie sind hiermit offiziell vom Dienst entbunden und werden, anstatt heute bei der Verteidigungsschlacht von Olu teilzunehmen, in einem Straftransporter zurück zur Kronwelt geschickt, wo sich die Weltenwehr solch einem elenden Abschaum wie Ihnen entledigen wird. E14! Ich weiß, dass Sie hier irgendwo in der Menge sind. Melden Sie sich um Punkt 8 Uhr in meinem Büro. Inspirierende Rede, General. Ich habe schon fast Gänsehaut bekommen. Danke, E14. Mir war klar, dass Ihnen das gefallen würde. Hatten Sie Wissen über all die Korruption und die Schweinereien, die in dieser Legion vor sich gingen? Ich hatte eine grobe Ahnung. Ach, tun Sie doch nicht so. Der EED weiß über solche Sachen Bescheid. Und Sie waren auch eifrig dabei, mir alle Akten über diesen Abschaum auszuhändigen. Wir sind manchmal ganz umgänglich. Ich will offen mit Ihnen sein, E14. Nur zu. Ich gehe davon aus, dass Sie den Verfall, den die Weltenwehr in den letzten Jahrzehnten durchgemacht hat, auch nicht mehr mit ansehen können. Ich bin recht abgeneigt von den Aktionen mancher Offiziere, aber das Urteil darüber überlasse ich dem Oberkommando. Das dachte ich mir. Es ist gut, dass das Oberkommando einen Avabia-Agenten für unsere Angriffsarmada angefordert hat. Sie werden mir helfen, die Reihen dieser Legion wieder zu reinigen. Wir werden uns all dem degenerierten Abschaum entledigen und die blauen Streitkräfte wieder zu der Armee gestalten, die Eria groß gemacht hat. Jetzt haben Sie mein Ohr, General. Unseren Berichten zufolge haben die Duyari Olu bereits vor einer Stunde angegriffen. Die Garnisonstruppen des Aletin-Ordens können den Planeten fürs Erste halten, aber nicht lange ohne unsere Unterstützung. Leider musste ich gerade den leitenden Offizier des 3. Bataillons entlassen. Sie waren ein Mastiabal, oder? E14? Ein paar Jahre her, Sir, aber ja,
War ich. Wenn wir die Duyari vom Planeten schmeißen und ihre Heere vernichten, brauche ich da unten Kommandanten, auf die ich mich verlassen kann. Und da haben Sie an mich gedacht. Ich bin mir sicher, dass Sie Ihre soldatischen Fähigkeiten noch nicht verloren haben, Mendori. Sie werden das Kommando über das Dritte übernehmen, unter dem Namen Centurior Isayon Darian. Der Angriff beginnt in 2 Stunden. Halten Sie sich bereit. Das klingt nach Spannung. Ich verstehe, General. Trahim, das dunkle Herz von Dinas Arkasnia. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Stadt eine Unterwelt hat. Ach, Schätzchen, jede Stadt hat eine Unterwelt. Selbst ein so schimmerndes Juwel wie Dinas Arkasnia. Aber keine Sorge, ich habe hier super Kontakte. Wenn wir Informationen wollen, dann weiß ich schon ganz genau, wohin wir müssen. Woher hast du die alle? Ach. Es hat Vorteile, zu einer der reichsten Familien ganz Erias zu gehören. Ich habe mich während der Anfänge meiner journalistischen Arbeit hier viel aufgehalten. Und alle springen hier so sehr auf ein paar klimpernde Kroni an. Meine Güte. Die edle Weka Gwentert lässt sich mit Verbrechern ein. Das ist doch mal ein Artikel wert. Ach, der Redaktion hat das immer sehr gefallen. Ich habe tolle Geschichten abgeliefert. Waren die wahr oder erfunden? Also, Adiel, ich schreibe die Wahrheit. Immer nur die Wahrheit. Kommt hier die Folguardia eigentlich mal runter? Ach, die fürchten die Folguardia hier kaum. Beim EED sieht es da aber anders aus. Halt also besser deine Marke etwas zurück. Wir wollen doch nicht, dass unschöne Sachen passieren. Hier entlang. Der Schuppen da. Das sieht schon aus, als bekäme man da alle möglichen Szenedrogen und illegale Bioimplantate. Ich kenne den Besitzer. Er ist ein netter Kerl. Auf dein Wort, Weka. So, hört mal alle her, Jungs. In einer halben Stunde erreicht unsere Flotte das Ulu-System. Wir werden dort unserem guten Freund, den Alytinern, helfen, einen Angriff der Grauhäute abzuwehren. An unserer Seite werden alytische Truppen um die Freiheit ihrer Welt kämpfen, genau wie wir damals zur Zeit der Ostweltblockade. Das 3. Bataillon wird unter meinem Kommando zu unseren Verbündeten in der gleichnamigen Stadt Ulu treffen. Wir werden eine Menge Grauhäute töten. Es verspricht also spaßig zu werden. Unsere Aufklärung berichtet, dass die Alytiner die Luftüberlegenheit über der Stadt sichern konnten. Es wird also für uns kein Problem sein, dort zu landen. Also, ihr seid Stiavalora. Dass ihr schießen sollt, um zu töten, muss ich euch nicht nochmal erzählen. Rühren! Auf ein Wort, Centurior. Ah, mein Förster Legend. Cyrus Gleis ist Ihr Name? Ja, Sir. Sie sind ziemlich gut informiert. Ja, ist eine meiner Spezialitäten. Was gibt es? Sir, ich wollte nur mit Ihnen kurz sprechen. Die Männer sind etwas unsicher. Die Ablösung unseres alten ersten Offiziers durch den General kam etwas abrupt. Wir hatten schon eine Menge mit ihm durchgemacht. Aber Sie kennen wir kaum. Sie wurden neu hierher beordert, oder? Der General hat mich extra für diese Mission eingesetzt, das stimmt. Falls es um die Frage meiner Identität geht und Sie das beruhigt... Centurio Isayon Darian. Ich wurde von der Lamptiolachion hierher versetzt. Ich verstehe es, Sir. Das sollte keinesfalls Ausdruck des Missfallens von irgendwem von uns sein. Natürlich nicht, Legend. Jetzt machen Sie sich gemeinsam mit Ihren Männern für den Angriff bereit. Das könnte eine harte Schlacht werden. Jawohl, Sir.
Esther? Bitte was? Die sollen aber keinen Verteidigungsring errichtet haben. Die alytischen Raumstreitkräfte kümmern sich bereits darum. Mit unserer Hilfe sollte dieser Verteidigungsring schnell gebrochen sein. Sie nutzen ihn anscheinend, um ihren Bodentruppen mehr Zeit zu verschaffen. Ja, wozu hat diese Schiffsklasse denn 4 Reaktoren? Bringen Sie uns ins System. ...112 Feindschiffe vor uns. Sie liegen bereits im Gefecht mit den Alytinern, die selbst 50 Schiffe im Gefecht haben. Okay. Batterien auf Duyari ausrichten, sie sind abgelenkt. Wir greifen sie von hinten an. Der Feind ist angeschlagen. Sie haben wohl nicht damit gerechnet, dass wir so schnell eintreffen. Na, umso besser. Scheint fast so, als hätten unsere grauhäutigen Freunde in den letzten Monaten verlernt, wie man richtig kämpft. Vielleicht haben sie uns auch nur vermisst, Captain. Vielleicht auch das, aber warum auch immer, gleich sind sie alle vernichtet. Bodentruppen zur Absetzung vorbereiten, die Eroberung der Hauptstadt sollte nicht mehr als 12 Stunden dauern. Da können sich unsere Herren Stiavalore endlich mal nützlich machen. Wie ein Schwarm Greifvögel stürzen sich die Nightjars Garlys in Gold und Weiß über die Stadt Ulu, deren Häuser im Licht der Mittagssonne wie Kristalle glänzen. In den Häuserschluchten sind die immer wieder aufflammenden Feuer der tobenden Schlacht zu sehen. Immer wieder explodieren die Geschosse der Luftabwehr um die Nightjars Garlys der Stiavalora und werfen die Transporter umher. Jetzt hört mal zu, Leute! Ulu wird von den Duyari angegriffen! Die Grauhäute haben das nördliche und das östliche Stadtviertel besetzt und machen jetzt, was sie immer tun. Sie verschanzen sich dort wie die feigen Ratten, die sie sind, und warten darauf, so lange durchzuhalten, bis genug Verstärkung eintrifft, dass sie die gesamte Stadt erobern können. Aber das können sich die Wichser mal ganz tief hinten reinschieben, denn sie rechnen nicht mit den Stiralvaloren der Aral-Legion. Wir landen im Stadtzentrum und kämpfen uns von dort aus in die nördlichen Bezirke durch, wo die Duyari ihr Hauptquartier haben. Es wird verdammt blutig und ziemlich ekelhaft. Genau, mein Klientel. Unsere Jäger bombardieren sie in ihren Stellungen schon seit 3 Stunden. Seit 3 beschissenen Stunden, aber die bewegen sich nicht. Die alytischen Garnisonstruppen liefern uns Unterstützung von Panzerwagen und anderem Spielzeug. Der größte Vorteil der Grauhäute wird aber ihre Bunkerstruktur sein, die sie errichtet haben. Wir werden sie da rausjagen und abschlachten, diese gottverdammten Wichser. Schießt, um zu töten. Für Eria. Der Sieg benötigt keine Erklärung. Niederlage erlaubt keine. Scheint so, als hätte ihre Luftabwehr uns im Visier. Das haben wir gleich. Legion Talimor, Luftangriff auf folgende Koordinaten. Hoffentlich treffen sie. Ich vertraue den Jungs. Alles klar, das wäre erledigt. Die Grauhäute sind heute mal absolut schießwütig. Die werden uns erstmal erleben. Pilot, setzen Sie uns da ab zwischen den beiden zerstörten Kristalltürmen. Vika, du Sonne Eogards, immer mit einem strahlenden Lächeln unterwegs. Aber nur für dich, mein Großer. Oh Mann. Deine Spelunke, dein Gasthaus,
Ist ja heute nicht besonders voll. Wo bleiben denn die Gäste? Es ist 8 Uhr morgens, Vika. Du bist die Einzige, die hier um so eine Zeit auftauchen würde. Ach, stimmt. Ganz vergessen. Ich bin da ja eher eine Ausnahme. Das ist übrigens Adiel Yella. Sie ist... Naja. Guten Tag, ich bin Adiel. Gerade von Ares angereist. Wika und ich sind alte Freundinnen. Ich wollte sie unbedingt hier mal auf der Kronwelt besuchen. Ah, ich verstehe. Wika lädt immer ihre ganzen Freundinnen von allen Welten ein. Ja, so ist sie nun mal. Askon? Du hast doch sicherlich was. Was da? Was willst du haben, Wika? Du weißt schon, das ein oder andere... Alkohol muss es nicht unbedingt sein. Heißt das, du willst wieder unter deinen verschnuppten Reporterkollegen verteilen? Bist du wieder an einer Story dran? Oh ja, und dann was für einer. Das wird dieses Mal eine ganz große Sache. Ich schau mal, was ich da habe. Glaubst du wirklich, das ist eine gute Idee? Vertrau mir doch mal. Du hast deine Rolle übrigens super gespielt. Hat richtig Spaß gemacht. Gern geschehen. So sarkastische Antworten. Der gute Garth hat einen ganz schlechten Einfluss auf dich, Schätzchen. Was glaubst du, kann der Typ uns erzählen? Alles. Askon macht vielleicht nicht den Anschein, aber er kennt die Unterwelt vermutlich besser als jeder andere. Sektion 2 sollte ihn sofort festnehmen. Ja, ja. Gut, dass du nicht Garth bist. Der hat ihn schon als kriminellen Abschaum beschimpft und ihm den Schädel durchlöchert. So, hier haben wir was. Feinstes Habrashi, 50 Gramm. Macht dann 70 Kroni. 70 Kroni? Die Preise sind aber gestiegen. Willst du es jetzt oder nicht? Ich weiß nicht. Erst einmal will ich wissen, von wem du den Feenstaub hast. Ich muss mir ja sicher sein. Wika, du weißt ganz genau, dass ich meine Händler nicht verraten darf. Ach, Askon. Süßer. Einer alten Freundin kannst du es doch ganz sicher verraten. Ich will mir nur sicher sein. Na schön. Er nennt sich selbst der Skorpion. Er führt seit etwa 2 Monaten die Händler der Ishi hier in den Schluchten an. In den Schluchten, ja? Zwielichtiges Gebiet. Du wolltest es wissen. Danke, Askon, mein Süßer. Hier sind 70 Kroni. Ist immer wieder eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Wika, du kannst das doch nicht nehmen. Sie ist ja noch so unerfahren. Armes, kleines Ding. Tschüssi, Askon. Bis dann. Geht's noch? Du kaufst Habrashi? Du kaufst diese hamelianische Droge und unterstützt damit das ganze Zeug hier? Ach, komm mal wieder runter, Schätzchen. Zumindest wissen wir jetzt, wer den Drogenhandel in Dinas Arkasnia anführt. Der Skorpion. Ich weiß nicht, ob das was mit der Laharaja zu tun hat. Garth meinte doch, wenn er nach dujarischen Agenten suchen würde, würde er in Winterahim anfangen. Und dieser Skorpion ist erst seit 2 Monaten im Geschäft. Oh, ist das spannend. Das muss was damit zu tun haben. Kann sein. Er meinte, diesen Skorpion finden wir in den Schluchten. Oh ja, so spannend. Das ist mit Abstand der interessanteste Teil von Dinas Arkasnia. Wohl eher der gefährlichste. Ich werde die Zentrale kontaktieren. Nein, nein, lass das. Wenn du jetzt dein ganzes Kommando der Volquadia oder am besten noch des EED hierher holst, könnte das den ganzen Plan versauen, den Skorpion zu finden. Na schön. Was schlägst du vor? Wir finden den Skorpion selbst. Deswegen sind wir doch hier. Komm, hab dich nicht so. Das wird lustig.
Los, los, los! Vorwärts! Cyrus, linke Flanke absichern! Richter, ballert die Scharfschützen aus dem Wohnhaus da raus! Wethier, den Zugang zur Allee sichern! Die dürfen uns nicht einkreisen! Los, los, los! Stürmen wir eine meltanische Wasserpfeifenbar! General, wir sind gelandet! Meine Einheit sichert den Stadtkern erneut! Wann können wir mit der Panzerunterstützung rechnen? Centurio, die Panzerschar 401 liegt noch etwa einen Kilometer hinter Ihnen. Dann holen die uns nicht mehr ein. Was können Sie mir über die Stärke der feindlichen Truppen im Norden sagen? Wir rechnen mit knapp 1700 Soldaten, viele Scharfschützen darunter. Passen Sie auf Ihren Rücken auf. Schanzer! Sir, ich melde, Gebiet gesichert, Scharfschützen eliminiert. Die Allee ist frei und die linke Flanke geschützt. Ausgezeichnet, Legend. Dann rücken wir jetzt nach Norden vor. Der Weg zum Hauptquartier der Nujari führt durch die drei Häuserblöcke und einen Marktplatz. Es ist wahrscheinlich, dass sie genau an dieser Stelle einen Hinterhalt planen. Ich verstehe. Soll ich einen Luftangriff auf den Marktplatz anfordern? Nein. Es ist möglich, dass sich in den Gebäuden dort drumherum Zivilisten verstecken. Aber Sir, auf dem Marktplatz sitzen wir auf dem Präsentier... Ich sagte nein, Legend. Sammeln Sie Ihre Männer, wir müssen uns beeilen, bevor die Nacht anbricht. Dann säßen wir wirklich in der Falle. Zu Befehl, Centurior. Abrücken. Marsch, marsch. Wir marschieren nach Norden und nehmen das Hauptquartier des Feindes auseinander. Die Gegend hier ist voller Scharfschützen. Haltet euch gegenseitig den Rücken frei. Los, los.